Ja, liebe Freunde, jetzt spritzt der Bauerhausi den Raps gegen den Rapsglatzkäfer. Ich habe da noch ein bisschen zugewartet und jetzt sind auf jeder Pflanze sind 2 bis 4 Käfer drauf. Leer. Habe ich die Möglichkeit, hier Frischwasser anzusaugen. Sauge ich da ein bisschen Frischwasser an und spritze da den Rest noch auf selber. Gegen den Rapsglatzkäfer habe ich das Mittel Pyrinex der Firma Stähler Schweiz gespritzt. 1 Liter die Hektare. Jawohl. Und jetzt ab in die Entsorgung. Vorher muss der Bauerhausi was trinken. Er hat Durst und es ist schon 3:45. Ich hatte Probleme beim Spritzen. Ich zeige euch das mal, Epso Mikrotop dazugegeben in den Spritzmitteltank. Bittersalz. Bor plus Bor plus Magnesium ist gut für das Pflanzenwachstum. Ich habe da in 600 Liter 25 Kilo reingeschmissen. Zuerst aufgelöst in einem Kessel, gerührt und dann reingefüllt. Und dann beim zweiten Mal hat es mir die Spritze saumäßig verstopft. Ich musste da wieder nach Hause und Spritze entstopfen. Zuerst habe ich gedacht, das kriege ich nicht mehr hin. Aber plötzlich, nachdem ich da die Filter alle gereinigt hatte, ist es wieder gegangen. So, jetzt Tee-Time, Wasser-Time oder Kaffee-Time, ich weiß noch nicht was.